Herr Richter, wozu sind jetzt Urteile im Arbeitsrecht wirklich so wichtig? Sind nicht die Rechtsgrundlagen viel wichtiger, die Gesetze, was da drin steht? Urteil ist doch eigentlich nur so Einzelfallentscheidung. Da haben Sie recht. Aber trotzdem sind Urteile im Arbeitsrecht besonders wichtig. Und woran das liegt, das zeige ich Ihnen an 10 Hinweisen, und zwar jetzt sofort. Nun, zunächst mal, ein Urteil ist im Urteilsverfahren und nicht in einem Schlussverfahren ergangen und ist begrifflich keine Rechtsquelle, da es sich nur um eine Einzelfallentscheidung handelt. Woran kann man das ganz genau sehen? Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass einfach bei Urteilen vorne schon steht, im Namen des Volkes ergeht zwischen Klägerin und Beklagten folgendes Urteil. Das heißt, es ist eigentlich nur für zwei sozusagen Parteien ist es eigentlich nur Recht gesprochen. Das Recht wird also angewandt. Es gibt davon natürlich auch Ausnahmen. Natürlich gibt es Urteile, sogenannte Präzedenzurteile, die sagen, die geben also eine Rechtsänderung oder eine Auslegungsänderung bekannt, die dann manchmal auch später hinterher im Gesetz dann auch niedergedruckt wird. Das Gesetz als solches ist, wie es zustande kommt, im Arbeitsgerichtsgesetz geregelt und auch in der Zivilprozessordnung und hat eine ganz feste Struktur. Also wenn man was wissen will, was im Urteil jetzt wirklich wichtig war, dann guckt man in den Tenor. Das ist sozusagen, da steht drin, wer hat gewonnen, und in die Entscheidungsgründe. Und wenn man noch wissen will, was so alles in der Welt passiert, im Arbeitsrecht zum Beispiel, guckt man in den Sachverhalt, Tatbestand. In den Urteilen geht es im Arbeitsrecht hauptsächlich immer um Rechtsstreitigkeiten, zum Beispiel zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, um den Arbeitsverhältnis, also im Arbeitsvertrag. Und Parteien eines Urteils sind natürlich Arbeitnehmer und Arbeitgeber, können aber auch Tarifvertragsparteien oder auch andere Institutionen sein. Ein Arbeitsgerichtsurteil entsteht übrigens im Arbeitsrecht besonders, weil nämlich man hat erst nochmal einen Gütetermin, wo nur ein Richter sitzt, nicht die normalerweise zum Beispiel in erster Instanz 3 Richter. Und erst wenn da nichts zustande gekommen ist, wenn man sich nicht geeinigt hat, dann geht es weiter mit einer Hauptverhandlung mit 3 Richtern. Also Urteile sind ganz, ganz wichtig, denn wir haben in Deutschland das Streben nach Einzelfallgerechtigkeit. Also das heißt, man will jedem Gerechtigkeit sozusagen zusprechen. Und es gibt natürlich auch gerade im Arbeitsrecht Bereiche, die nicht geregelt sind. Man hat lückenhaftes Recht oder auch unterschiedlich geregeltes Recht. Und da will man einfach hier sagen, das und das gilt für dich. Leider schaffen die Parlamente es heute nicht so viel, Gesetze rauszubringen, durchzudrücken, weil die Mehrheiten in den Parlamenten fehlen. Deswegen brauchen wir auch im Arbeitsrecht so viele Urteile. Die Kosten übrigens ergeben sich nach dem Gegenstandswert und sind natürlich neben den Anwaltskosten und Kosten für Sachzeugen führen dazu, dass Urteile schon recht teuer sind und zu vermeiden. Wer sich über Urteile informieren möchte, der sollte zum Beispiel auf die jure.org gehen. Da kann man Stichworte eingeben, da kann man besprochene Urteile anschauen und auch Gesetzesangaben. Genau, also wozu sind Urteile gut? Wir fassen es nochmal kurz zusammen. Urteile zeigen einfach, wie das Recht angewandt wird und es gibt einfach sozusagen Tatbestand, und den kann man dann vergleichen, ob der eigene auch so ist. Und dann kann man da schon mal sehen, ob das vielleicht in diese Richtung auch in dem eigenen Streit gehen würde. Aber wir gucken uns das jetzt nochmal genauer an. Nehmen wir zum Beispiel mal an, da ist ein Arbeitnehmer, der kennt ja auch diesen Grundsatz, dass Urteile keine allgemeingültigen Rechtsquellen sind, da sie nur einzelfallbezogenes Recht sprechen. Ja, genau, das stimmt. In manchen Lehrbüchern steht sogar drin, Urteile haben faktische, aber keine rechtliche Bindungswirkung. Was heißt das? Das heißt, die vielen Urteile, die es wirklich gerade im Arbeitsrecht gibt, die ganz eigen strukturiert sind und die man im Internet tatsächlich viel abgedruckt findet, die haben sozusagen eine faktische Wirkung. Ja, das ist in der Tat richtig. Und zwar gibt es auch im Fernsehen und im Internet auch immer so Gerichtssendungen oder Darstellungen. Und die kommen also im Arbeitsgerichtsverfahren besonders zustande. Das müssen wir uns mal anschauen. Die praktische Bedeutung, ich hatte sie gerade eben schon erwähnt, liegt daran, man sieht, wie das Recht in bestimmten Situationen angewandt wird. Und die Situation kann so natürlich auch bei einem selber sein. Und deswegen braucht man Wissen über Urteile. Also, fangen wir nochmal kurz an. Der Begriff des Urteils sagt letztlich, dass man keine Rechtsquelle hat, da wir eine Einzelfallentscheidung haben. Das heißt, nur bei diesem Sachverhalt, nur mit diesen ganzen Einzelheiten, hat es für diese Parteien folgende Rechtsfolge gegeben. Aber faktisch halten sich andere Instanzen zum Beispiel auch dran, wenn das Bundesarbeitsgericht was sagt, dann sagen sie sozusagen, dass dem folgen wir und wir werden unsere Entscheidung, wenn es ein ähnlicher Sachverhalt ist, auch so letztlich führen. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass man eben Urteile kennt und weiß, was die wichtigsten Urteile gesagt haben.
Urteile selbst sind im Arbeitsgerichtsgesetz für das Arbeitsrecht geregelt, bauen aber natürlich auch, das Teil des Zivilrechts ist, natürlich auch Vorschriften der ZPO eben ein. Von der Struktur, wenn man mal so ein Urteil in der Hand hat, dann stellt man fest, dass oben ein Rubrum ist. Das war früher in Rot gemacht, deswegen rot geschrieben, deswegen heißt es Rubrum. Da steht immer drin, in einem Rechtsstreit des Klägers gegen den Beklagten hat die vierte Kammer, zum Beispiel das Arbeitsgericht Dresdens, auf die mündliche Verhandlung vom Sohn zu bilden durch die Richter, bla bla bla, für Recht erkannt. Also ist, daran sieht man, es ist eine Einzelfallentscheidung. Und dann kommt der Tenor, da steht eben drin, dass zum Beispiel die Hauptforderung, dass die Klage abgewiesen wird, wer die Kosten zu tragen hat. Und ob irgendetwas, ob man das Geld, wenn man was bekommen würde, ob man das gleich vollstrecken kann oder auch eine Sicherheitsleistung erstmal geben muss, weil es vielleicht noch in die nächste Instanz geht. Wichtig ist, in jedem Urteil hat man einen Tatbestand. Das heißt also einen Sachverhalt. Und den liebe ich ja so, weil da steht wirklich das volle Leben drin, was so am Arbeitsplatz ist. Da haben wir so richtig eine chronologische Sachverhaltsdarstellung. Und wenn Sie sich da mal rein vertiefen, und mal, da gibt es so viele interessante Urteile. Dann nach dem Sachverhalt kommen die Entscheidungsgründe und da wird einfach gesagt, warum man das Gericht was gesagt hat und warum es wie entschieden hat. Dann kommen die Unterschriften der Richter. Interessant ist noch, dass es natürlich verschiedene Verfahren vor den Arbeitsgerichten gibt. Einmal ein Urteilsverfahren und ein Beschlussverfahren. Da gibt es also dann einen Beschluss, da zum Beispiel irgendeine Sache im betriebsverfassungsrechtlichen Bereich zum Beispiel nicht ordnungsgemäß formal war, nicht richtig in Ordnung war. Aber wenn es um Arbeitsverträge geht, dann sagt hier der Paragraph 2, hier geht es eben das Urteilsverfahren. Da will man also Arbeitnehmer und Arbeitgeber und die Richter sollen darüber beraten. Urteile entstehen übrigens in einem bestimmten Ablauf. Erstmal ein Gütetermin. Oh, ich habe kurz was übersprungen hier. Urteile entstehen, indem bestimmte Parteien Klage erheben, wie zum Beispiel Arbeitgeber oder Arbeitnehmer. Aber es können auch Tarifvertragsparteien klagen oder auch andere Verbände. Und das Urteil entsteht, indem erstmal ein Gütetermin stattfindet. War ich auch schon. Und da versucht man, schnelle Vergleichslösungen hinzubekommen. Da kommen noch gar nicht alle Richter, sondern nur der Berufsrichter. Und der hat nur 10 Minuten angesetzt, sagt ungefähr, wie seine Rechtsmeinung ist und sagt dann, gibt es eine Vergleichsmöglichkeit? Man will nämlich Urteile vermeiden. Weil ein Vergleich ist immer besser, da sind die Parteien immer mehr befriedet und haben hinterher das Gefühl, dass beide Recht bekommen haben. Und zweitens, die Gerichte sind auch sonst zu überlastet. In dem wirklichen Termin der mündlichen Verhandlung, dort hat man dann 3 Richter, von denen aber 2 Ehrenamtliche sind und die haben volle Stimmen. Das heißt, die beiden Ehrenamtsrichter könnten den Berufsjuristen überstimmen. Passiert aber selten. Wurde mir von Rechtsanwaltskollegen mal mitgeteilt, dass das mal passiert ist. Aber warum passiert das nicht? Weil die ehrenamtlichen Richter einmal aus dem Kreis der Arbeitgeber sind. Also wenn sie Betriebsinhaber sind oder Arbeitgeberverbandspräsident oder so, können sie sich dort reinwählen lassen. Und auch der andere Ehrenamtsrichter ist halt Arbeitnehmer. Und deswegen haben die Interessensgegensetzung. Und deswegen ist das nicht so häufig, dass die wirklich hier letztlich hier dann sich gegen den Juristen sozusagen verbünden. Vor den Arbeitsgerichten hat man nur erst ab der 2. Instanz Anwaltszwang. Wenn sie in der 1. Instanz schon einen nehmen und gewinnen den Fall, müssen sie trotzdem ihren Anwalt bezahlen. Man will einfach dadurch den schnellen Zugang zum Gericht und ohne noch Anwälte am Anfang einschalten zu müssen, will man hier einfach ermöglichen. Berufung und Revision gibt es hier auch. Das heißt, Sie können gegen das erste Urteil Berufung einlegen und dann die Revision. Arbeitsgerichtliche Urteile sind sehr wichtig. Eine Anwendung des Arbeitsrechts ist in der Praxis nicht ohne die Kenntnis von Arbeitsgerichtsurteilen denkbar. Arbeitsrecht sind so viele Sachen nicht geregelt, gesetzlich nicht geregelt, zum Beispiel das ganze Streikrecht, ganze Arbeitnehmerhaftung oder nur unzureichend geregelt, wie zum Beispiel hier die Kündigungsschutzgründe, ne? Also aus dem Kündigungsschutzgesetz, auch das Recht der fristlosen Kündigung, da haben wir nur einen kleinen Paragraph 626. Und deswegen haben wir so viele Urteile und wir haben so einen richtigen Richterstaat mehr, nicht mal einen Rechtsstaat, wie manche sagen. Das heißt, hier ist es so, dass so ein einheitliches Arbeitsgesetzbuch, wo alles drinsteht, wäre schon nicht schlecht. Denn im Augenblick hat man wirklich das Problem, dass viele Sachen, die man eigentlich als Gesetz bräuchte, hat man nur als Urteile. Und so wird also eigentlich die gesetzgebende Gewalt, das sind die Parlamente, werden durch die rechtsprechende Gewalt, die Judikative, das sind die Gerichte, eben sozusagen ersetzt. Und das soll eigentlich nicht so sein, denn die Richter, das ist 1 oder 2 Richter, die meinen dann irgendetwas. Aber die Parlamente, wo halt die ganzen Volksvertreter dahinter stehen, da sind schon ein paar mehr Personen, die dann zu einem Gesetz ja sagen, als wenn hier nur 1, 2 Richter hier ein Urteil raushauen.
Mit dem Urteil sind natürlich auch Kosten verbunden und da berechnet man vieles nach dem Gegenstandswert. Normalerweise müsste man eigentlich, wenn man zum Beispiel eine Kündigungsschutzklage hat, immer ein Jahresgehalt nehmen. Man nimmt aber nur Vierteljahresgehalt. Das ist ein bisschen eine Privilegierung, die Kosten ja auch klein zu halten. Aber es kommt auch darauf an, was es jetzt sich für ein Verfahren ist. Zum Beispiel, wenn es um Gehalt geht und Sie wollen 20.000 Euro haben, dann ist das natürlich der Gegenstandswert. Dazu kommen noch Anwaltskosten und ich habe hier mal so ein paar Berechnungen reingetan. Und Sie sehen, die Beträge sind bei streitigen Entscheidungen zum Beispiel 1.122, wenn es um 3.000 Euro Bruttogehalt geht. Das hält sich in Grenzen. Ne? Und dann kommen noch die Berufungsverfahren noch dazu. Da in jeder Instanz hat man natürlich hier noch ein paar mehr Gebühren und auch in der Revisionsinstanz. Zusätzlich gibt es auch Auslagen, Fahrtkosten und noch die Mehrwertsteuer. Die Kosten für die Gerichte sind relativ gering, wie Sie hier sehen, zum Beispiel nur 362 Euro in der ersten Instanz, wenn es um 3.000 Euro Bruttogehalt geht. Das ist halt also von den Steuergeldern auch ein bisschen abgedeckt. Das ist eben auch, deswegen zahlen wir auch Steuern, dass man hier eben vor Gericht gehen kann. Es können natürlich weitere Kosten entstehen für Sachzeugen, für die Vorbereitung, für Zinsen und so weiter. Wichtig ist noch, dass Sie Urteile im Internet am besten, also vielfach finden Sie entweder direkt bei den Gerichten, beim Bundesarbeitsgericht, die haben eine schöne Seite, aber erst ab 2010 sind da alle Urteile. Alles, was vorher ist, findet man unter anderem auf anderen Seiten. Und zum Beispiel meine Seite, die ich sehr gerne mag, ist dejure.org. Gut, und damit haben wir den Ausgangsfall jetzt auch fast schon besprochen. Also tatsächlich, Arbeitsgerichteurteile sind häufig zu finden, da Teile des Arbeitsrechts gar nicht oder unzureichend gesetzlich geregelt sind. Man will dem Einzelfall immer gerecht werden, aber wenn man sich Urteile dann auch wirklich durchliest, muss man immer gucken, die Endentscheidung steht vorne drin und dann kommt erst der Sachverhalt und die Begründung. Internet findet man sehr viele Urteile, also auf dejure.org und natürlich wichtig ist es, dass Sie dann immer gucken, dass diese Urteile auch im ordentlichen Verfahren ergangen sind und die Besonderheit ist eben, dass man eine Güteverhandlung hat. Man braucht also nicht mal sofort ein Urteil zu erstreiten. Man kann auch sagen, ich gehe vor Gericht, damit ich Güteverhandlungen habe, weil unsere außergerichtlichen Einigung hat einfach nicht funktioniert. Praktisch gesehen sind Arbeitsgerichteurteile sehr wichtig, auch gerade für kleine Urteile. Man kann große Kosten dadurch verursachen, aber man kann auch durch andere Urteile lernen. Genau, damit haben wir also die 10 Hinweise zu der Frage, wozu Urteile gut sind, hier uns angeschaut. Es sind Einzelfallentscheidungen, die also allerdings ganz wichtig sind, weil man weiß, wie das Gesetz letztlich angewandt wird. Und man hat hier natürlich eine bestimmte Struktur und man hat auch hier besondere Inhalte. Und Arbeitnehmer und Arbeitgeber können ja streiten in einem besonderen Verfahren, nämlich der Gütetermin vorab. Und dadurch haben wir letztlich nicht geregelte Bereiche oder auch Bereiche, die nur unzureichend geregelt sind. Kann man einfach gucken, was wurde dort mal entschieden. Teuer sind sie manchmal, wenn es um Anwaltskosten geht. Die Gerichtskosten sind eher niedrig und zu finden sind sie bei den Instanzgerichten im Internet oder auf dejure.org. Genau, damit haben wir uns angeschaut, warum Urteile so wichtig sind. Letztlich sind sie ein Spiegel dessen, wie das Recht in der Praxis angewandt wird. Danke für die Aufmerksamkeit.